Hallo meine Lieben, heute machen wir unseren März-Reset. Ich habe ja letzten Monat das Februar-Reset-Video gedreht und mir auch vorgenommen, dass ich das jetzt öfters mache zum Ende des Monats und dass ihr quasi zum Anfang des Monats das habt und wir gemeinsam unseren letzten Monat durchgehen können, schauen können, was für Ziele haben wir erreicht, was hätten wir vielleicht ein bisschen anders machen wollen und dann uns auch auf den nächsten Monat vorbereiten und uns neue Ziele setzen und schauen, okay, was ist denn unsere Intention für den Monat. Falls du neu auf meinem Kanal bist, ich bin Amy, ich freue mich riesig, dich hier zu haben und ich würde sagen, wir legen direkt los mit den Zielen durchzuschauen, was ich letzten Monat hatte und was ich davon erreicht habe. Ich habe jetzt hier mein Journal hergenommen, ich zeige euch auch nochmal genau, was meine Ziele waren, dann gehen wir das auch nochmal durch. Und ja, hier seht ihr nochmal meine Ziele vom letzten Monat, die ich mir aufgeschrieben habe. Februar Goals. Ein Buch im Monat lesen hat schon mal super geklappt, weil ich habe 2 Bücher gelesen. Da werde ich euch nachher auch noch ein kleines Feedback zu geben. Dann den einen Tag Social Media Tag Pause habe ich keinen offiziellen Tag bisher gemacht. Das will ich aber morgen machen. Da ist nämlich Samstag und da will ich dann den ganzen Tag nicht ans Handy gehen und nichts konsumieren und aber auch nichts posten. Also würde ich jetzt hier noch keinen Haken setzen. Dann 3 Freundinnen treffen hat super geklappt. Da bin ich auch echt stolz auf mich. Ich meine, das ist für die meisten kein großes Ziel oder sowas. Aber ich habe 3 Freundinnen getroffen, 3 unterschiedliche Freundinnen. Und da bin ich auch sehr stolz auf mich. Dann war hier ein No-Buy-Monat. Den habe ich auch so durchgezogen und ich würde dem auch einen Haken hintersetzen, dass ich das auch wirklich gemacht habe, weil wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, habe ich jetzt wieder meinen Schreibtisch und technisch gesehen habe ich ja kein Geld ausgegeben, weil es ja mein Freund sein neuer Schreibtisch ist und ich meinen alten bekommen habe, deswegen sehe ich das auch, dass ich die Challenge geschafft habe. Und ich muss hier auch ein bisschen vorweg sagen, dass ich das Video ja jetzt 3 Tage bevor der Monat zu Ende ist aufnehme, damit ihr das auch in Echtzeit sehen könnt. Und deswegen sind halt ein paar Sachen vielleicht noch nicht so fix. Das trage ich dann auch mit Bleistift ein, weil der Monat noch nicht ganz vorbei ist. Dann täglicher Spaziergang. Will ich sagen schon, dass ich das gemacht habe, weil ich bin ja immer zur Arbeit gelaufen und ich habe dann manchmal nicht noch einen Spaziergang drangehängt und ich bin auch sonst rausgegangen am Tag, wenn ich jetzt nicht zur Arbeit gegangen bin, aber auch immer im Rahmen und nichts Krasses und 3-mal ein Workout in der Woche habe ich auch geschafft. Da habe ich jetzt nämlich einen neuen Trainingsplan und ich bin echt stolz auf mich, weil der ist dann genau 3-mal in der Woche, dass ich den umsetzen muss. Dann hier mein Detox-Tag, das habe ich ja schon gesagt, dass ich den morgen machen werde, deswegen habe ich jetzt hier noch keinen direkten Haken und 3550 Abos auf YouTube. Das habe ich leider nicht geschafft, also kann da kein Haken hin. Aber ich habe mehr Vlogs gepostet und Day in the Life. Und 2 Instagram-Posts pro Woche, meine ich, habe ich gemacht. Und ein Reel in der Woche habe ich auf jeden Fall gemacht. Deswegen mache ich da meinen Haken dahinter. Dann beim Finanzen wollte ich mich ums Investieren kümmern und mich damit einfach auseinandersetzen. Habe ich diesen Monat nicht gemacht. Ärgert mich auch in der Hinsicht ein bisschen. Ich habe ja das Konto und alles beantragt. Aber mein Papa hatte diesen Monat einfach keine Zeit, weil sie selber mit Dingen beschäftigt waren. Und klar, ich kann mich doch selber drum bemühen, was ich jetzt auch die Tage dann machen möchte. Aber ich finde es hilfreich, bei gewissen Sachen noch ein bisschen Unterstützung zu bekommen, wenn man sich selber nicht auskennt. Und dann erst ein bisschen reinfinden möchte. Deswegen ist es ein großes Ziel für mich auf jeden Fall für den März. Dann hatte ich ja aufgeschrieben, Selfcare in mich maximal 100 Euro. Habe ich nicht umgesetzt. Ich wollte ja eigentlich zur Kosmetik gehen, was ich jetzt nicht gemacht habe. Das werde ich dann im März machen. Und deswegen kann ich das abhaken, dass ich quasi maximal so viel ausgegeben habe. Aber in der Hinsicht eigentlich nichts ausgegeben habe, außer dass ich Selfcare für mich Blumen gekauft habe. Und dann nichts Neues für die Wohnung kaufen. Bin ich auch stolz, dass ich das umgesetzt habe. Besonders durch diesen No-Buy-Monat habe ich jetzt nichts Neues gekauft. Und der Schreibtisch, wie gesagt, den hat mein Freund ja gekauft. Und demnach kann ich da auch gewissenhaft einen Haken hintersetzen. Und als nächstes gehen wir auch meinen YouTube-Tracker an und meinen Abonnentenzähler und meinen AdSense-Tracker. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich noch einen für Instagram hinzufügen möchte, weil ich habe bisher noch keinen Instagram-Abonnentenzähler. Und für mich ist auch ein Ziel, natürlich auf Instagram mehr zu wachsen, worauf ich mich noch nicht so fokussiert habe. Aber dass ich einfach auch so ein bisschen in Wachstum sehe
Und da brauche ich jetzt aber einen Bleistift, weil wir ja noch nicht genau am Ende des Monats sind und ich das dann einfach ja, richtig aufschreiben möchte. Und ich habe hier ja auch einen AdSense-Tracker aufgeschrieben und das zeigt einfach, wie viel Geld ich quasi über Anzeigen auf YouTube verdiene. Und ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, das auch zu zeigen, weil man spricht ja auch nicht so direkt, also zumindest in Deutschland habe ich das Gefühl, nicht so darüber, wie viel Geld man verdient oder was man auch jetzt als Content-Creator oder sowas verdient. Und bei mir ist es jetzt keine große Summe, also wirklich nicht. Aber es ist trotzdem eine Kleinigkeit nebenher. Und ich sehe das auch bei anderen YouTube im Ausland, dass sie darüber sprechen und überhaupt kein Problem mit haben. Aber in Deutschland sehe ich das jetzt nicht so. Es soll jetzt auch überhaupt nicht angeberisch rüberkommen oder sonst irgendwie. Ich möchte hier einfach nur ein bisschen transparenter zeigen, was ich jetzt mit meinen 3000 irgendwas Abonnenten verdiene. Und das schwankt natürlich auch von Monat zu Monat, je nachdem, wie viele Leute meine YouTube-Videos geschaut haben. Ja, all solche Dinge. Meine Ziele mal runtergeschrieben und ich dachte, wir gehen die direkt mal durch. Und zwar beim Persönlichen und Lifestyle möchte ich diesen Monat 2 Bücher lesen und mir auch direkt 2 Bücher vorneweg vornehmen, weil ich auch jetzt im Februar 2 Bücher gelesen habe und das ist auch sehr realistisch für mich. Dann möchte ich auch wieder einen Tag Social Media Pause machen, was ich ja jetzt morgen machen werde und ich habe das nämlich schon mal gemacht und ich fand das richtig, richtig gut. Dann auch wieder 3-mal einen Freundinnen-Tag machen und es jetzt nicht für mich so 3 Freundinnen sehen, dass ich an einem Tag zum Beispiel 2 sehe und dann müsste ich nur noch einmal eine Freundin sehen, sondern dass ich wirklich 3-mal aktiv was mit einer Freundin mache. Ich möchte nicht mehr den No-Buy-Monat in der Hinsicht fortsetzen, sondern einen bewussten Konsum machen, weil für mich zum Beispiel, ich fand das eine super Erfahrung auch und ich werde auch noch meine Erfahrungen ein bisschen teilen. Aber ich möchte mir jetzt nicht ganz verbieten, dass ich was kaufen möchte, weil ich habe im März auch Geburtstag und ich brauche zum Beispiel ein paar Sachen wie Deo und die sind mir einfach ausgegangen und das muss ich jetzt zum Beispiel nachkaufen und mir dann nicht zu sagen, okay, ich kann jetzt gar nichts kaufen, sondern diesen bewussten Konsum auch und dass ich mich auch nicht weiterhin von der Werbung verleiten lasse, sondern auch eher drüber nachdenke oder was wünsche ich mir zum Beispiel zum Geburtstag und die Sachen darf ich mir dann auch kaufen. Dann zur Gesundheit möchte ich regelmäßig Vitamine nehmen, weil das vergesse ich ganz gern durch meine vegane Ernährung, dass ich auch Vitamin B12 nehme oder da auch ein bisschen mehr drauf achte. Und deswegen habe ich mir das jetzt mal aufgeschrieben und die stehen auch auf meinem Schreibtisch, dass ich einfach dran denke, meine Sachen zu nehmen, weil sonst würde ich einfach nicht mehr dran denken. Dann möchte ich weiterhin meinen täglichen Spaziergang machen und weiterhin 3-mal in der Woche in Sport gehen. Und das ist für mich auch sehr realistisch. Dann zum Bereich Social Media möchte ich auf YouTube 3700 Abonnenten erreichen. Das ist einfach für mich, ich setze mir gerne auch ein bisschen ein höheres Ziel, um einfach da ein bisschen auch diesen Ansporn dahinter zu haben. Und wenn ich mir das sonst klar natürlich auch zu hoch setzen würde, dann wäre es unrealistisch. Aber auch wenn ich es zu niedrig für mich setze, dann ist vielleicht auch die Möglichkeit, dass ich es nicht direkt erreiche. Und ja, da möchte ich einfach ein bisschen hinterher sein, weil ich habe das Gefühl, es passiert zurzeit nicht so viel mit meinem Kanal und ich möchte einfach, dass er wieder ein bisschen Aufschwung bekommt und dass ich auch einfach sehe, dass es euch interessiert und dass ich dann auch mehr dann mache. Und auf Instagram, da wächst es bei mir irgendwie schon länger nicht mehr, deswegen möchte ich da auch ein Reel pro Woche posten und dann auf 1400 Abonnenten kommen. Ich weiß, das klingt jetzt für andere wahrscheinlich voll wenig im Vergleich zu anderen Influencern. Auch wenn ich mich so nicht bezeichnen würde. Aber ja, genau. Und dann auch für mich mal wieder einen zusätzlichen Vlog, um euch so ein bisschen bei mir, bei meinem Alltag mitzunehmen und euch noch so auf eine andere Ebene kennenzulernen. Beziehungsweise ihr lernt mich kennen. Und bei den Finanzen möchte ich einen Low-Buy-Monat machen. Das heißt einfach, dass ich zum Beispiel für mich sage, okay, gewisse Dinge, die ich benötige, kann ich mir jetzt kaufen. Und dass ich mir 2 Dinge die ich haben möchte, zum Beispiel erlaube zum Konsumieren und zu kaufen, aber mit dieser bewussten Entscheidung dahinter und
dass es aber kein No-Buy-Monat ist, sondern dass ich mir was kaufen darf und diesen Monat wirklich investieren. Das sind meine Ziele auf jeden Fall schon mal für den Monat und ich glaube, die sind auch sehr realistisch und ich bin auch gespannt, wie ich das Ganze dann umsetzen werde. Ganzen Finanzen eintragen und sowas, habe ich ja auch schon in dem letzten Reset-Video gesagt, dass ich mir da noch mehr Gedanken zu machen muss. Und für mich ist, glaube ich, auch, dass ich mir eine andere Übersicht mache, weil ich das bisher noch nicht so da drin umsetze, dass ich das euch dann auch zeigen kann und dass es für mich einfach auch einen besseren Sinn ergibt. Deswegen muss ich mir da mal ein bisschen Gedanken drüber machen, dann kann ich das auch besser mit euch teilen. Aber dann zeige ich euch nachher noch die Bücher, die ich gelesen habe, aber jetzt muss ich mir erstmal einen Mittagspausen-Snack machen, weil ich habe Hunger. Das Mittagessen war super lecker und jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Energie, natürlich noch weiter das Reset-Video zu machen. Ich dachte, ich erzähle jetzt euch noch kurz, welche Bücher ich gelesen habe und was ich auch ganz gerne beim Reset immer mache, so für den neuen Monat. Das versuche ich wirklich jeden Monat zu machen. Also, was man natürlich auch teilweise unter der Woche schon macht oder sowas. Aber ich habe gestern noch Wäsche gewaschen, damit das weg ist und ich frisch in den neuen Monat starten kann. Da stand mich einiges an und auch unser Bettsack neu gewaschen. Und das ist für mich immer so zum Anfang des Monats, es ist so ein großer Reminder für mich immer, das Bettsack zu waschen, weil ich möchte jetzt hier nicht, dass es eklig überkommt, aber manchmal vergisst man das ja und auf jeden Fall, dass es einmal im Monat gemacht ist, wenn nicht sogar alle 2 Wochen. Zu den Büchern, welche ich gelesen habe. Ich habe das Buch Save Us fertig gelesen. Das fand ich richtig, richtig schön. Einfach, ich habe schon im letzten Jahr die ersten 2 Bücher davon gelesen. Und das war so ein gemütliches Buch noch. Ja, zwischen Reihen so eine schöne Geschichte. Und dann habe ich noch Am Ende sterben wir sowieso gelesen. Das ist auch, glaube ich, gerade sehr bekannt gewesen, das Buch. Aber ich muss ehrlich sagen, mir hat es ein bisschen schwer gefallen, oder mir ist es ein bisschen schwer gefallen, in das Buch reinzufinden. Also es hat länger gebraucht, dass ich ja dran geblieben bin, dass ich wirklich mich hinsetzen wollte und es lesen wollte. Gegen Ende fand ich es aber dann richtig gut. Aber man braucht eine Zeit lang, finde ich, für das Buch. Und es ist einfach auch eine andere Geschichte. Im Grunde geht es darum, die Geschichte darum handelt, dass wenn jemand stirbt, kriegt er davor einen Anruf von dem Todesboten und weiß dann einfach noch, an dem Tag wird er sterben, weiß aber nicht zu welcher Uhrzeit und auch nicht an was, aber einfach nochmal damit er die Möglichkeit hat, sich zu verabschieden. Und ja, fand es ein bisschen schwierig, irgendwie das Ding reinzufinden und alles, weil es mich nicht so ganz gepackt hat. Aber am Ende fand ich es dann doch richtig, richtig gut. Und jetzt für diesen Monat habe ich schon angefangen mit dem Buch Nur noch ein einziges Mal von Colleen Hoover. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Das ist das allererste Buch von der. Und die Autorin kennt man, glaube ich, auch gut und hat auch schon sehr viele Bücher rausgebracht und sehr gut gelobte Bücher. Und deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, weil ich jetzt mit dem Buch angefangen habe. Und ja, bisher gefällt es mir sehr, sehr gut. Und ich wollte noch ein paar Worte zu meinem No-Buy-Monat sagen. Ich möchte das ja jetzt auch in dem nächsten Monat wieder mit integrieren, dass ich nichts kaufe, beziehungsweise nur bewusste Sachen kaufe für Notwendigkeiten, was ich benötige, zum Beispiel jetzt Deo oder so andere Kleinigkeiten, wenn ich mir mal was wünsche zum Geburtstag, damit ich mir das auch erlauben kann. Aber ich finde es ganz am Anfang, als ich mit dem No-Buy-Monat angefangen hatte, hatte ich immer dieses Gefühl, boah, das hätte ich gerne und das hätte ich gerne, weil ich dann Sachen bei anderen Leuten auf Instagram gesehen habe oder sonst irgendwo. Und das hatte ich dann, die erste Woche war für mich schon so ein Drang, dass ich gerne was kaufen möchte, was ich auch wirklich früher hatte, bevor ich mich mit Minimalismus und sowas beschäftigt habe. Und dem Drang wollte ich ja wieder auch entkommen und habe mir dann auch Sachen auf meine Wunschliste aufgeschrieben, aber mit der Zeit, dadurch, dass ich ja wusste, dass ich nichts kaufen kann diesen Monat, sind auch die Sachen eher in den Hintergrund gerückt und wenn ich dann auch unterwegs war oder sowas oder auch was bei jemand gesehen habe, war es für mich nicht dieses, oh ja, könnte ich ja irgendwann kaufen, weil ich wusste ja gerade, kaufe ich nichts und ich mache ja gerade diesen No-Buy-Monat und deswegen ist es mir in der Hinsicht dann gegen Ende nicht mehr schwer gefallen, aber am Anfang war noch schon dieses, ich würde das jetzt gerne kaufen und dieser Impulskauf auch eher ein bisschen, anstatt ein bisschen mehr sich Gedanken drüber zu machen, brauche ich das wirklich oder nicht und nur aus dem Affekt raus zu kaufen.
Und das hat mir auch dieser Monat sehr gut dann gelehrt, einfach ein bisschen zu schauen, wieder zu seinem Ursprung zurückzukommen. Und ich empfehle es auch wirklich weiter, vielleicht auch mal so eine Challenge zu machen, vielleicht auch nur für 2 Wochen, falls es für dich zu extrem ist, oder vielleicht auch wirklich 4 Wochen, weil dann merkt man auch wirklich, wie es einem schwer fällt. Und ich könnte das jetzt auch natürlich ausweiten, dass ich sage, okay, ich mache den No-Buy-Monat auch, dass ich keine Erlebnisse oder sowas kaufe, weil ich habe ja mir auch erlaubt, dass ich ins Kino gehen kann, einmal mit einer Freundin, und ich auf materielle Dinge verzichtet habe, aber Lebensmittel und sowas eingekauft habe. Aber das kann man natürlich auch sich selber noch krasser ausweiten. Und für den Monat jetzt, als März, ist es für mich in der Hinsicht die Challenge, einen Low-Buy-Monat zu machen. Besonders weil ich halt Geburtstag habe und mir dann auch ein paar Sachen erlauben möchte. Aber ja, genau. Das war es ansonsten auch mit dem Reset. Ich werde es jetzt heute noch langsam angehen und ich finde es auch ganz schön, sich einen Tag im Monat zu nehmen, an dem man richtig ausspannt, einfach den Tag liest oder spazieren geht und nichts großartig macht und nicht immer dieses Gefühl hat, ach, ich könnte jetzt noch was machen und produktiv sein und sowas, weil durch dieses Unproduktive ist ja auch wieder produktiv sein und sich wirklich erholen, ohne sich die ganze Zeit den Kopf zu machen, ich sollte ja jetzt was machen und bla bla, weil dann kommt man auch nicht zur Entspannung. Deswegen für dich auch als Reminder, falls du dich ein bisschen entspannen möchtest, mach das. Mach dir deinen kleinen Reset. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, was du an deinem Reset-Tag machst und sowas für den neuen Monat. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und vor allem auch beim nächsten Reset-Video, weil bis dahin habe ich auf jeden Fall eine Liste erstellt mit Dingen, für was ich Geld ausgegeben habe, damit wir da gemeinsam drüber schauen können. Deswegen bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.